Servus, grüezi und hallo, ich bin der Johannes Dommermuth von der Firma ProLine. Und denkt man heute an moderne Bäder, an moderne Architektur in Bädern, dann sind bodengleiche Duschen gar nicht mehr wegzudenken. Wir haben schon erfolgreiche Modelle auf dem Markt, die P- und S-Line. Und wir haben jetzt zwei neue Produkte weiterentwickelt. Und das sind die Produkte Wall-Line und D-Line. Ja, möchte man bodengleich in die Dusche einsteigen, Barrierefreiheit, ein Riesenthema, dann seid ihr hier genau richtig. Wir zeigen euch Step für Step, wie wir diese Produkte einbauen. Und heute geht es um den Einbau der D-Line. Herzlich willkommen hier bei ProLine, heute mal auf unserer Test- und Entwicklungsfläche. Dort ist immer unsere Spielwiese, um neue Produkte halt dementsprechend mal auszuprobieren, praxisnah. Und ich habe heute den Erik dabei, der hat ein tolles Produkt hier mitgebracht. Hallöchen! Hi! Und das ist die D-Line, die du mitgebracht hast. So sieht sie aus. Wirklich sehr schön. Ich hoffe, ihr kriegt das mal hier schön scharf gestellt. Ja, so. Und es sind auch nur wenige Teile. Wir haben hier dann die Rinnenabdeckung. Hier kennt man auch schon diese Kaskadenverstellung. Wofür die ist, darauf gehe ich später nochmal ein. Dann, Erik, zeig mal bitte deinen Rinnenkörper. Ja, unseren Rinnenkörper gewohnt mit unserem Ablauftopf, sodass wir alle unsere Ablauftöpfe, wie ihr solche schon gewohnt seid, einsetzen können. Ja, und wie wir jetzt dieses Produkt praxisnah und fachgerecht einsetzen, das zeigt euch der Erik. Immer gern. Ja, wir haben jetzt hier eine vorbereitete Situation. Wichtig ist, um das Abflussrohr haben wir auch einen Schallschutzschlauch gemacht. Das ist eine kleine Sache, bringt aber viel. Ja, gerade der Schallschutz ist ein wichtiges Thema. Und ja, jetzt sehen wir, dass wir quasi einen Ablauftopf aus unserem Sortiment hier auf den Rinnenkörper aufbringen. Ja, wir richten uns den dann aus, so wie wir den brauchen. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, jetzt mit diesem Rinnenkörper nah an die Wand zu gehen. Ja, dann wird der Ablauftopf aufgesteckt auf das Abflussrohr. Das wird nochmal ausgerichtet, das kann man sehr schön sehen. Was dann auch nochmal hilft, ist, dass man über die Kunststoffmuffen und die Rohre etwas Gleitmittel dann da einbringt. Ja, und jetzt wird der Rinnenkörper ausgerichtet. Ja, er wird dann nochmal genau positioniert. Die Abstände zu der Wand hin und natürlich auch zu den angrenzenden Flächen wird nochmal richtig gut ausgemittelt. Das sieht man dann hier nochmal. Und wenn das passt, dann kann man auch hingehen und kann jetzt auch schon mal die Abdeckung reinsetzen. Und wir sehen jetzt hier, ist die Abdeckung, die ist etwas zu lang. Aber das macht nichts, weil das ist ja das Tolle hier an dem Profil. Wir können es einfach kürzen, so wie wir es brauchen. Ja, und wenn das hier alles passt, die Abstände passen, dann wird die Wasserprobe jetzt hier nochmal gemacht. Also wir schütten mal Wasser rein und schauen auch, ob die Steckverbindungen noch dicht sind, ob da nichts rauskommt. Ja, das ist natürlich zwingend notwendig, dass wir das überprüfen. Wir kontrollieren natürlich auch dann nochmal die Abstände. Passt das hier von den Höhen, die wir uns da ausgemittelt haben? Ja, und wenn das alles passt, ja, und wir sicher sind, dass wir hier loslegen können, dann ziehen wir uns die Schutzausrüstung an, also Handschuhe. Gerade wenn wir mit Mörtel arbeiten, ist das sehr, sehr wichtig, ja, dass ihr eure Hände schützt. Und dann geht's los, dass wir hier anfangen können, den Gefälle-Estrich dementsprechend reinzubringen. Sehr schön zu sehen ist, dass wir den Gefälle-Estrich oder den Estrich jetzt erstmal hier aus dem Trog einfach mal grob rausholen, ja, und dann mit der Hand verteilen, dass wir wichtig den Rinnenkörper gut unterfüttern, und weil das so eine erdfeuchte Mischung ist von dem
von dem Estrich kann man den auch wirklich sehr gut verteilen. Das ist eigentlich so, wie wenn man, ich sag mal, eine Sandburg baut. Ja, so muss man sich das vorstellen. Und ja, wir sehen, Erik unterfüttert diesen Rinnenkörper mit dem Estrich, setzt das rein. Und in der Zeit, wo man das macht, ist es natürlich hilfreich, wenn da jemand schon ist, ja, und kann auch schon die nächste Mischung anmachen. Ja, wenn man da zu zweit ist, hilft das auf jeden Fall. Das ist ein entspannteres Arbeiten. Also der eine kümmert sich dann dementsprechend um die Unterfütterung und dass natürlich dieses, ich sag mal, ja, diese kleine Grube, in der man jetzt da arbeitet, dann ausgefüllt wird. Ja, überall muss dann der Estrich hin. Und wenn das dann soweit ist und die nächste Ladung kommt, dann kann man schon anfangen, sich das Gefälle abzuziehen, so wie man das benötigt. Da der Rinnenkörper ja tiefer sitzt, etwa 1,5 bis 2% tiefer wie die Fläche, wo wir jetzt das Bein von Erik sehen, muss dann natürlich ein Gefälle hin, ja, weil das Wasser soll ja zum Rinnenkörper fließen. Also 1,5 bis 2% Gefälle zum Rinnenkörper und dann ist man auch sicher, dass man nicht das Bad überflutet. Ja, wenn man den Rinnenkörper dann richtig unterfüttert hat und dann ist es so, dass man sich dann wirklich sehr gut dann das Gefälle abziehen kann. Also genügend Material muss rein und wir sehen, mit der Wasserwaage ziehen wir uns das dann ab in dem Gefälle, wie wir das brauchen. Wichtig ist, dass wir immer genügend Material drin haben und dann wird es nochmal mit einer Klettkelle abgeklettet. Ja, wenn dann der Estrich ausgehärtet ist, dann gehen wir hin und setzen uns schon mal den Schmutzschutz in den Rinnenkörper ein. Der wird dann nochmal mit einem Malerkrepp fixiert. Und jetzt sehen wir auch schon natürlich einen sehr, sehr wichtigen Teil dieser ganzen Arbeit ist das Abdichten dieser ganzen Fläche. Und auch natürlich des ganzen Bades, ja, also es muss natürlich, wenn man es stilgerecht macht, komplett abgedichtet werden. Und was wir hier an der Wand sehen, ist das Produkt Profix DS, das ist eine Dichtschlemme und damit dichten wir quasi die Dichtmanschette der Rinne ein, ja, und wir fangen damit natürlich auch an, unseren ganzen Gefälle-Estrich damit abzudichten, ja, die Wandsituation, also wir können natürlich auch den Kleber und auch die Dichtschlemme mit ineinander verbinden, auch das ist möglich, also auch die Übergänge und wir zeigen es hier tatsächlich in einer realen Situation, also Erik geht hin und setzt dann halt auch das Kleberbett an der Wand an, zieht dort auch die Dichtschlemme auf und in den Übergangsbereichen, wo wir die Dichtschlemme und auch dann unsere Dichttapete, die Profolio dann da drin haben, ja, da können wir dann halt dementsprechend die Badsituation so abdichten, wie wir das brauchen. Stoßverbindungen werden auch mit der Dichtschlemme bearbeitet. Letztendlich wird dann die komplette Fläche der Dusche, wo wir dann nachher nochmal stehen, mit einem Stück Profolio abgedichtet. Erik hat dann hier unser Profix DS mit einer Zahnkelle aufgekämmt und setzt dann da den vorgeschnittenen Streifen oder das vorgeschnittene Stück Profolio ein, schaut, dass das passt, hat genügend Material, streicht das glatt und dann ist die Fläche komplett abgedichtet und so kann man jetzt darauf natürlich fließen.
Was wir jetzt sehen ist, dass wir den Schmutzschutz rausnehmen. Jetzt gehen wir hin und schneiden uns das Profil ab. Dafür wird es erstmal markiert. Mit einem Winkel wird es dann dementsprechend angezeichnet. Ja, jetzt geht es um das Kürzen des Deckprofils und was da auf jeden Fall hilft, ist, dass wir uns zwei Dachlatten geschnitten haben, dass das Deckprofil nachher auch aufliegen kann. Und dort, wo wir uns den Riss gemacht haben, nehmen wir uns einen Anschlagwinkel und mit diesem Anschlagwinkel und mit einem Cuttermesser schneiden wir quasi die Schutzfolie ein, dass wir das Stück, was wir nicht brauchen, abziehen können. Ja? Ja, da brauchen wir mal ein bisschen das Messer zur Hilfe. So, und wir klappen etwas von der Schutzfolie nach hinten, ja, weil es wird natürlich beim Schneiden heiß, ja. Und dort, wo wir natürlich diesen Riss haben, auch mit dem Messer können wir das sehr gut sehen. Wir können es natürlich auch noch mal ein bisschen nachzeichnen mit dem Bleistift. Da schneiden wir gleich mit dem Winkelschleifer entlang. Wichtig ist auch wieder die Schutzbrille, dass wir eine ordentliche Trennscheibe, eine dünne Trennscheibe drauf haben für Edelstahl. Ja? Und man hat es eben schon gut in der Kameraeinstellung sehen können. Wir sehen also auch den Riss. Wir unterbauen uns dann die Abdeckung. Schauen, dass das vernünftig befestigt ist und auch Halt hat. Und dann können wir mit einem Winkelschleifer und mit einer nicht so großen Drehzahl, weil wir wollen nicht, dass es heiß wird. Wenn es zu schnell dreht, dann kann es blau werden im Edelstahlbereich. Also wir brauchen nicht besonders viel Drehzahl, eine ruhige Hand und dann fangen wir an, dementsprechend das Profil zu kürzen. Wichtig, wie gesagt, die richtige Trennscheibe für Edelstahl und natürlich auch nachher, wenn wir das Stück abgeschnitten haben, mit einer Feile, die auch wirklich nur für Edelstahl gedacht ist. Also wirklich diese Feile nur für Edelstahl benutzen, keine anderen Stähle damit feilen, dann können wir dort mit der Feile leicht den Grat wegfeilen und haben eine saubere Kante. Und das machen wir auch auf der anderen Seite und haben dort einen schönen, präzisen Schnitt. Ja, wenn wir dann das Deckprofil abgelenkt haben, dann geht es darum, jetzt das Deckprofil auch einzubauen. Und das ist auch relativ einfach. Wir haben hier diese Kaskadeneinstellung. Dort stehen Zahlen drauf, ja, in verschiedenen Höhen können wir jetzt mit diesen Kunststoffclips, die dort bei sind, diesen Rahmen auf die Höhe bringen der Fliese. Also wenn wir etwa eine 12 mm Fliese haben, können wir dort auch, ich sag mal, an die nächste Zahl gehen, die wir dort an der Kaskadeneinstellung haben und setzen dann dort die Clips ein, damit der Rahmen nachher in etwa auf Fliesenhöhe ist. Wir müssen uns natürlich überlegen, die Fliese wird ja auch noch mal ins Kleberbett gesetzt, also wird der Rahmen etwas höher gesetzt als die Fliese. Ja, und diese Kunststoffclips, die dort in diese Aussparungen eingesetzt werden, sind quasi der Abstandshalter, damit der Rahmen auf Höhe gebracht werden kann. Wenn der Rahmen dann richtig ausgerichtet wurde und auf Höhe gebracht wurde, dann setzen wir uns auf die Profilunterseite. Da wird dann Kleber aufgetragen, ja, auch nicht sparsam. Und wir haben auf der Unterseite des Profils auch einen Haftvermittler, da ist unser Profolio drauf. Das ist dafür da, dass der Kleber natürlich auch zum Edelstahl hin sich sehr gut verbinden lässt. Also brauchen wir dort einen Haftvermittler. Und Erik trägt jetzt dort den Kleber auf, ja, mit der Kelle. Also wichtig ist, dass wir da auch nicht mit dem Material sparen. Das wird so ein bisschen keilförmig aufgetragen und dann ist es sehr schön, dass wir dann mit dem Kleber uns das Profil
auf Höhe setzen können. Wir haben die Fliese dort, ja, und können dann da dementsprechend schauen, dass wir auf der richtigen Höhe sind und daran denken, ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen Überstand haben, weil wenn nachher die Fliese gesetzt wird, die braucht natürlich auch noch ein bisschen Platz. Wie gesagt, der Kleber braucht noch ein bisschen Platz und dann kann man sich das hervorragend auf Höhe setzen, so wie man das braucht. Und den restlichen Kleber, der dann da überquillt, den nimmt man einfach weg und dann kann man loslegen und kann dann die Fläche natürlich fließen. Ja, wenn dann alles ausgerichtet ist und man hat dann den Kleber, den überschüssigen Kleber weggestrichen und es ist alles sauber, ja, dann ist das im Prinzip fertig vom Setzen der D-Line und man kann dann fließen. Und jetzt hier zum Film nimmt jetzt Erik gleich auch nochmal die Schutzfolie ab von dem Profil, dass ihr natürlich auch seht, wie es oben aussieht. Von der Abdeckung her haben wir natürlich den Edelstahl wunderschön gebürstet, sieht super aus. Wir empfehlen natürlich, die Schutzfolie so lange drauf zu lassen, bis die Arbeiten vollkommen fertig sind, ja. Ja, Freunde, ich hoffe, ihr hattet Spaß und habt ein bisschen was dazulernen können, wie man hier jetzt unsere D-Line einbaut, ja. Und wenn es euch gefallen hat, Erik, nochmal vielen Dank für deine Unterstützung. Gerne. Ja, und der Erik. Also, macht's Glöckchen an, ja, gebt uns einen Daumen hoch. Ja, und ja, schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, Neues von ProLine. Vielen Dank, ciao. Tschüss.